15 Minuten Gesundheit, der Diakovere-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Diakovere-Podcast 15 Minuten Gesundheit. Heute bei mir im Studio begrüße ich Frau Prof. Dr. Dorothea Denzer. Frau Prof. Denzer ist leitende Oberärztin und Fachärztin für Neurochirurgie und Orthopädie im Diakovere-Anna-Stift. Herzlich willkommen, Frau Prof. Denzer. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie immer zu Beginn unserer Sendung möchten wir natürlich ein bisschen etwas über unseren Gast erfahren. Und da bin ich neugierig. Wie hat es Sie denn eigentlich zu Diakovere gebracht? Ja, also ich bin schon Anfang der 90er Jahre das erste Mal im Anna-Stift gewesen. Da habe ich nämlich meine erste Formulatur absolviert. Dann habe ich anschließend auch meine Doktorarbeit im Anna-Stift angefertigt. Mein praktisches Jahr auch noch. Und danach noch meine 18-monatige Zeit als Ärztin im Praktikum. Das war Mitte der 90er Jahre. Dann bin ich 8 Jahre in der Neurochirurgie gewesen, habe dort den neurochirurgischen Facharzt gemacht. Und seit 2004 bin ich wieder im Anna-Stift, dort in der Orthopädie und jetzt im Wirbelsäulen-Department. Das heißt, Sie waren kurzfristig mal abtrünnig, ein paar Jahre. Und sind dann wieder zu uns gekommen. Ja. Das ist eine sehr schöne Wendung, da sind wir sehr froh drum. Ja, Sie kennen vielleicht auch unsere kleine Tradition in dieser Sendung schon, dass unsere Gäste immer einen berufsalltagstypischen Gegenstand mitbringen, der sie einfach in ihrer täglichen Arbeit begleitet. Ich denke mal, Sie haben uns auch was mitgebracht. Was ist das denn? Ja, ich wollte kein Instrument aus dem Operationssaal mitbringen, das hätte vielleicht Angst gemacht. Deshalb habe ich ein anatomisches Modell einer Lendenwirbelsäule mitgebracht. An diesem Modell kann man sehr gut den Patienten erklären, wo Probleme zu finden sind, warum vielleicht Rückenschmerzen da sind. Und man sieht sogar an einer Stelle einen kleinen Bandscheibenvorfall. Also das ist ein sehr gutes Demonstrationsobjekt für die tägliche Arbeit in der Ambulanz. Ja, wir wollen ja heute über das Thema Rückenschmerzen sprechen. Ich denke, das ist ein Thema, da fühlt sich schnell jeder angesprochen, weil doch irgendwie jeder schon mal Rückenschmerzen hatte. Ja, wie verbreitet ist denn das Problem überhaupt hierzulande? Und kann man auch sagen, dass junge Menschen davon auch häufig betroffen sind? Ja, es ist in der Tat so, dass man Rückenschmerzen schon quasi als Volkskrankheit bezeichnen kann. Wie Sie schon sagten, jeder Mensch kennt jemanden mit Rückenschmerzen oder mit Bandscheibenleiden. Und es ist so, dass man davon ausgeht, dass etwa 85% aller Menschen mindestens einmal in ihrem Leben an für sie relevanten Rückenschmerzen leiden und deshalb auch den Arzt aufsuchen. Und wenn man am heutigen Tag fragen würde, wer Rückenschmerzen hat, dann würde sich mindestens jeder dritte Mensch melden. Also das zeigt die Bedeutung auch des Themas Rückenschmerzen. Bezüglich der Altersverteilung ist es so, dass ältere Menschen überwiegend aufgrund von Verschleißerscheinungen Rückenschmerzen haben. Aber jüngere Menschen sind da nicht ausgespart. Zum Beispiel der junge Erwachsene ist ein typischer Patient für Bandscheibenvorfälle. Und sogar Kinder und Jugendliche, auch die leiden doch schon relativ häufig so bis zu 60% an Rückenschmerzen. Also da ist jede Altersgruppe betroffen und keiner bleibt da ausgespart. Ja, also das sind wirklich ziemlich hohe Zahlen. Das heißt, es trifft Jung und Alt fast gleichermaßen. Was sind denn so typische Ursachen für Rückenbeschwerden? Ich habe gelesen, also man unterscheidet wohl auch zwischen spezifischen und unspezifischen Rückenschmerzen aufgrund der Ursache. Was habe ich denn darunter zu verstehen? Ja, das ist die große Einteilung, die auch sehr sinnvoll ist. Bei den spezifischen Rückenschmerzen haben wir immer eine fassbare Ursache. Das heißt, wir haben eine gewisse strukturelle Schädigung im Bereich der Wirbelsäule, die dann auch die Rückenschmerzen verursacht. Es ist so, wenn ich zum Beispiel stürze, mir tut hinterher der Rücken weh und ich mache ein Bild von meinem Rücken und ich sehe dann einen Wirbelbruch, dann ist das ein spezifischer Rückenschmerz, weil ich ganz klar sagen kann, woher mein Rückenschmerz kommt und ich sehe das auch auf Bildern. Bei den unspezifischen Rückenschmerzen, das sind viel, viel mehr. Da ist es so, dass wir auf Bildern nicht unbedingt einen eindeutigen Befund dafür sehen. Das heißt, ich habe dann nicht immer Strukturschäden. Wir sagen dann auch, das sind funktionelle Beschwerden. Die häufigste Ursache sind einfach muskuläre Beschwerden. Beispiel dafür, wenn ich einen Garten umgrabe und am nächsten Tag habe ich Rückenschmerzen, dann kann ich noch so viele Bilder machen, da werde ich nichts sehen als Ursache für die Rückenschmerzen. Und dann muss man davon ausgehen, dass es eben die Muskulatur ist der Wirbelsäule, die da im Moment die Schmerzen macht, durch Muskelverspannungen zum Beispiel. Wir haben auch noch andere Ursachen wie die sogenannten Blockierungen, zum Beispiel der Wirbelgelenke, die wir zahlreich in der Wirbelsäule haben.
Es kommt dann da zu Bewegungsstörungen und auch die können doch zum Teil auch hartnäckige Rückenschmerzen machen. Die kann ich aber nicht auf Bildern nachweisen. Die sind völlig harmlos. Aber grundsätzlich ist die Unterscheidung zwischen spezifischen und unspezifischen Rückenschmerzen sehr sinnvoll, wenn man nämlich weiß, die spezifischen, die kann man sehen, die kann man weiter abklären, die muss man auch eventuell spezifisch behandeln. Die unspezifischen sind eher harmlos, ich sehe nichts auf den Bildern und können trotzdem hartnäckig sein. Ja, das haben Sie ja gerade schon angesprochen. Also die unspezifischen könnte man nicht über bildgebende Diagnostik erkennen. Es gibt aber eben auch viele spezifische Ursachen. Wie ist das denn bei den Rückenschmerzen? Also andere Krankheitsbilder lassen sich ja beispielsweise über MRT, Ultraschall, Röntgen nachweisen. Selbst wenn wir eine spezifische Rückenproblematik haben, kann man die denn in irgendeiner Form dann gleich über ein Bild erkennbar machen? Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass Rückenschmerzen nicht zu sehen sind auf Bildern, sondern man muss erstmal dem Patienten glauben, dass er Schmerzen hat. Und dann geht es im Endeffekt darum, dass man die Suche der Ursache für die Rückenschmerzen dann beginnt. Und das geht erstmal los mit einer ganz ausführlichen Anamneseerhebung. Das heißt, ich muss den Patienten sorgfältig befragen und kann da schon sehr viele Hinweise bekommen, woher die Rückenschmerzen kommen können. Zum Beispiel hat der Patient in der letzten Zeit ungewohnte Tätigkeiten gemacht, hat er sich verhoben oder hat er irgendwelche anderen Erkrankungen zum Beispiel, die auch zu Rückenschmerzen führen können. Also das steht immer am Anfang. Danach kommt eine körperliche Untersuchung. Auch da gucke ich mir die Wirbelsäule und den Rücken genau an und habe auch da schon Hinweise, woher die Rückenschmerzen kommen können. Da guckt man zum Beispiel, wie die Beweglichkeit der Wirbelsäule ist. Oder ich gucke auch speziell, ob irgendwelche neurologischen Störungen vorhanden sind. Also zum Beispiel, ob eine Gefühlsstörung im Bein vorhanden ist, eine Schwäche. Das würde mich zum Beispiel auf einen Bandscheibenvorfall zumindest bringen. Und dann muss ich entscheiden, anhand der Anamneseerhebung, anhand der Untersuchung, wie geht's weiter? Mache ich zusätzliche Diagnostik, also in der Regel mit Bildern? Und wenn ja, welche? Ist ein Röntgenbild ausreichend? Oder mache ich gleich eine Kernspintomographie, die eigentlich immer zu bevorzugen ist, weil ich alles Wichtige sehe? Und dann kommt der nächste Schritt und der wichtige Schritt. Dann muss ich die Bilder mit meinem Untersuchungsbefund, mit den Beschwerden der Patienten in Zusammenhang bringen und korrelieren. Und entweder es passt, und das wäre beim Bandscheibenvorfall zum Beispiel, dass der Patient die passenden Schmerzen hat im Rücken oder überwiegend im Bein, oder aber passt es nicht. Dann klassifiziere ich das als spezifischen oder unspezifischen Rückenschmerz. Und dann wird entsprechend die Therapie danach eingeleitet. Ja, der Bandscheibenvorfall als Diagnostik ist eben auch schon öfter gefallen. Man kennt das Wort, jeder hat es auch schon gehört. Vielleicht mögen Sie einfach mal wirklich den Bandscheibenvorfall kurz erklären. Was ist das genau? Also grundsätzlich kann das ja nochmal an dem Modell zeigen. Ist es so, dass die Bandscheiben ja immer zwischen den Wirbeln sitzen. Und die Bandscheiben sind sogenannte Puffer. Wir können uns darüber bewegen. Und die Bandscheibe selber ist, das kann man jetzt hier nicht sehen, wenn man von oben schaut, so aufgebaut, dass wir außen einen Faserring haben. Das ist sehr stabiles Knorpelgewebe. Und im Inneren haben wir etwas lockeres Knorpelgewebe. Das ist der sogenannte Gallertkern. Und es kann nun sein, dass es Risse gibt im Faserring. Und dann gibt es hier eine Schwäche oder eine schwache Stelle, also ein Defekt. Und da kann dann können Anteile vom Gallertkern dann herausrutschen. Das ist die Ursache für einen Bandscheibenvorfall. Und das Ungünstige ist eben, dass dieser Bandscheibenvorfall in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Nervenstrukturen liegt. Und deshalb haben die Patienten auch, die einen Bandscheibenvorfall haben, überwiegend gar nicht unbedingt Rückenschmerzen, die können sein, aber vor allen Dingen Beinschmerzen, weil entsprechend der Nervenversorgung dann der Ischiasnerv überwiegend gereizt ist oder auch andere Nerven. Dann hat man eben Beinschmerzen und man kann dann auch neurologische Störungen haben, wie eben die Gefühlsstörung, Kribbeln oder Taubheit im Bein, Schwächen im Bein, also Lähmungen oder im schlimmsten Fall sogar Blasen- und Mastdarmstörungen. Und den Bandscheibenvorfall, ich sag mal, in klassischer Weise behandeln, können Sie dazu was sagen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch ganz viele vielfältige Behandlungsmethoden, aber gibt es eine, die so ein bisschen in Häufigkeit auch angewandt wird bei einem Bandscheibenvorfall?
Also grundsätzlich ist erstmal die gute Nachricht, die allermeisten Bandscheibenvorfälle, man geht von etwa 90% aller Bandscheibenvorfälle aus, muss man nicht operieren und kann man konservativ, also ohne Operation behandeln. Und das läuft wahrscheinlich so ab, dass es der Körper irgendwie schafft, diesen Bandscheibenvorfall wieder Wasser zu entziehen. Dann schrumpft der Bandscheibenvorfall und dann drückt er nicht mehr auf die Nerven und macht nicht die Beschwerden. Und das, wie gesagt, funktioniert sehr gut bei etwa 90%. Wir können das nur nicht steuern. Und entscheidend ist, dass wir versuchen, über konservative Maßnahmen diesen Heilungsvorgang zu unterstützen. Das ist in der Anfangszeit, also wenn starke Schmerzen da sind, auch mal die Gabe von Schmerzmitteln. Dann empfiehlt man dem Patienten Physiotherapie, also dass man versucht, die Muskulatur zu kräftigen oder auch verspannte Muskulatur zu lockern. Man kann auch durchaus mal Injektionen an die Wirbelsäule setzen, also direkt an die gereizte Nervenwurzel, damit eben der Patient, wenn er sehr starke Schmerzen hat, da relativ schnell aus diesem Akutschmerz herauskommt. Und in den allermeisten Fällen klappt das gut, sodass man über diese nicht operative Behandlungsform dann auch den Patienten wieder schmerzfrei bekommt. Nur wenn das nicht funktioniert und da bleiben eben so diese 10% übrig, also entweder weil sie weiterhin Schmerzen haben, die für sie selber nicht mehr tolerabel sind, darum geht es, um die Lebensqualität, oder aber wenn doch neurologische Störungen vorhanden sind, die doch relevant sind, also eine schwere Lähmung zum Beispiel im Fuß oder Blasenstörung, Mastdarmstörung, dann sollte man mit dem Patienten die Operation besprechen und zum Teil muss man sie sogar dringlich durchführen, um die Nervenfunktion dann doch zu retten. Ja, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was kann ich denn tun, damit ich gar nicht erst in irgendeine Rückenschmerzen-Symptomatik, Problematik komme? Gibt es da irgendwelche klassischen Hilfestellungen, Empfehlungen, die Sie geben können? Also ein Patentrezept gibt es da leider nicht. Aber was man weiß, ist, dass körperliche Aktivität das A und O ist. Also man sollte wirklich versuchen, regelmäßig Sport zu machen, sich zu ertüchtigen. Und da spielt es auch gar nicht so eine große Rolle, was ich mache. Also früher hat man gesagt, man muss schwimmen, aber ein wasserscheuer Mensch, der möchte nicht schwimmen. Also es ist völlig egal, was man macht. Es sollte Spaß machen und es sollte eigentlich den ganzen Körper fit halten. Und ob das nun Schwimmen ist oder Fahrradfahren oder Joggen oder im Fitnessstudio Aktivitäten, das spielt wirklich nicht so eine große Rolle. Aber das ist das A und O eigentlich. Man sollte natürlich auch sehen, dass man nicht zu viel Übergewicht hat, weil das schon eine gewisse zusätzliche Belastung ist für die Wirbelsäule. Aber die körperliche Aktivität und auch vor allen Dingen wechselnde Tätigkeiten, also nicht 8 Stunden am Stück sitzen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, da sind aber viele Bürotäter ja auch unter den Arbeitnehmern. Was raten Sie oder empfehlen Sie denn den Menschen, die wirklich den großen Teil ihrer täglichen Arbeitszeit vielleicht auch an einem Schreibtisch verbringen? Also man kann natürlich auch, wenn man am Schreibtisch arbeitet, zwischendurch mal aufstehen oder im Stehen telefonieren zum Beispiel oder auch sich mal den Tisch höher zu stellen, wenn es möglich ist, mit entsprechenden Pulten. Das ist während der Arbeit zu machen und natürlich nur bedingt durchzuführen. Aber man muss einfach einen Ausgleich dann finden. Und wenn dann nach der Arbeit es noch so schwer fällt, aber wenn man dann doch sich noch bewegt, Fitnessstudio oder auch draußen was macht, das ist ein perfekter Ausgleich und das kann ich absolut nur empfehlen. Es gibt ja diesen Spruch, wie man sich bettet, so liegt man. Da scheint ja irgendwie auch etwas Wahres dran zu sein. Wie wichtig ersehen Sie denn die Auswahl der Matratze, um einen erholsamen Schlaf ohne Rückenschmerzen zu haben? Also auch da kann ich leider kein Patentrezept geben. Aber im Endeffekt ist es so, man sollte einerseits schon versuchen, eine Matratze zu haben, bei der man nicht zu sehr durchhängt oder durchliegt. Also die Wirbelsäule sollte schon möglichst gerade bleiben. Das gilt auch für den Kopf zum Beispiel, dass er nicht eine abnorme Knickung zum Beispiel hat. Aber sonst gilt eigentlich ausprobieren. Das heißt, dass man kann sich Matratzen bestellen, ausprobieren und mit welcher man am besten zurechtkommt. Ist es die harte oder ist es die weiche? Wenn man dann keine Beschwerden hat, dann sollte man diese Matratze nehmen. Ja, und da sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Wie wichtig ein starker Rücken ist und was man tun kann, um ihn zu erhalten oder was man auch tun kann, wenn es dann doch mal nicht so ist. Das haben Sie uns sehr schön veranschaulicht dargestellt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und weiterhin alles Gute bei der Arbeit. Sehr gerne. Ihnen auch vielen Dank.
Musik.